Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder in meinen kleinen Kanal reingeschaltet habt. Heute gibt es Natur zu sehen. Das ist mein Wald. Der Bestand, der dort zu sehen ist, ist jetzt aus dem Jahr 2008. Also ist er 14 Jahre alt, er wird 15 Jahre alt. Und wenn man nicht auf dem Sofa sitzt, sondern sich auch mal vom Sofa runter bemüht und in den Wald geht und nicht nur Bäume absägt, sondern auch mal ein paar pflanzt, dann kommt genau das dabei raus. Ein schöner neuer Wald. So, wir haben heute den 31.12.2022. Ich bin hier im Wald und mache ein bisschen Brennholz und habe vor, auf dieser Fläche, die hier vorne jetzt ist, wo das jetzt so ein bisschen kahl aussieht und es sieht so aus, als wenn eine Bombe eingeschlagen ist, hier möchte ich genauso, wie es dort ist, den Wald in Kultur bringen. Es ist ein Kulturwald. Die Bauern, also meine Vorfahren, haben dieses hier schon in Kultur gebracht. Hier soll eine, laut Mundpropaganda, eine Ödnis gewesen sein. Heidekraut und sonst weiter nichts, ein paar Büsche. Und das war es dann eigentlich auch schon. Und früher, als meine Vorfahren hier was gemacht haben, ja, da gab es keinen Trecker, da gab es Handarbeit und ein paar Pferde. Und um dieses zu kultivieren, hat man einfach ein Streichholz genommen. Man hat das, was da ist, angesteckt. Man hat es gezielt abgebrannt. Und man ist woanders hingegangen, hat sich Kiefernzapfen geholt. Und diese Kiefernzapfen hat man dann hier ausgestreut und man ist mit der Egge darüber gefahren, rübergezogen mit den Pferden. Und dann sind diese Kiefern hier gewachsen. So, Kiefern liebt natürlich den Sandboden. Und ich habe auch ein paar Buchen dazwischen. Alles, was da unten so grau belaubt ist, hier so braun belaubt ist, da hat die Buche noch nicht das Laub abgeschmissen. Ein paar Buchen sind auch dazwischen, aber die fühlen sich hier nicht wohl, weil es eben Sandboden ist. Die Buche mag eher mineralischen Boden mit Lehm- und Toneinlagerungen. Sowas mag eben halt die Buche, aber nicht diesen sterilen Sand, den wir hier haben. Hier ist eigentlich die Kiefer zu Hause. Ja, was mache ich jetzt hier gerade im Moment? Stumpen aufsammeln. Diese Bäume, die hier sind, die sind über 100 Jahre alt. Diese Kiefern. Und so manch ein Kiefernstumpen unten ist hier auch 60 cm im Durchmesser. Zum Beispiel dieser hier vorne. Alle können wir hier nicht absägen, um dann hier alles neu zu machen, weil wir brauchen auch Schattenbäume, die Schatten spenden. Das sollen dann diese Altbäume, die hier verbleiben, die sollen das dann übernehmen, weil ja, auf dem Sandboden ist das mit der Feuchtigkeit nicht immer so gegeben. Tja, wie wird so ein Baum gemessen? Im Durchmesser, wenn man jetzt keinen Zollstock hat und kein Messgerät, dann misst man den Baum so auf Brusthöhenhöhe. So. Und wie geht es dann weiter? Dann sucht man sich hier eine markante Stelle. Dafür breche ich hier mal so ein bisschen die Borke ab. So, kann man erkennen. Und dann messe ich das einfach mit den Fingern ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Neun. Ja, fast 10. Was sagt uns das? Also ist er mindestens 45 cm im Durchmesser auf Brusthöhenumfang. Und einen halben dazu. Ja, jetzt ist dieses Maß nicht so 100% genau. Wir können aber davon ausgehen, dass er 45 bis 50 cm im Durchmesser ist. Eher 50 cm. Und hier unten an der Basis, da hat der Stamm auch 60 cm und dann wird es für die Maschinen auch schwierig, den abzusägen. Jedenfalls hier in Norddeutschland. Weil, ja, das mit den ganz großen Maschinen ist das immer so eine Sache hier. In Süddeutschland ist der Boden besser. Da haben wir wesentlich dickere Bäume noch. Wenn wir da an die Fichten denken, die da im Schwarzwald wachsen. Ich bin da noch nie gewesen, aber ich denke mir das so. Aber hier sind diese Kiefern schon ganz schöne dicke Brocken. Also, naja. So. Da hinten, ganz im Hintergrund, da habe ich auch schon mal was neu begründet. Also neu kultiviert, mit neue Bäume. Von alleine wächst hier nichts. Dafür ist der Wilddruck zu hoch. Es kommt mal hier eine Eiche hoch, ja. Das ist aber knapp und selten. Dazwischen sehe ich gerade eine kleine Buche, die da, da. Dann hat das Wild die mal nicht gefunden. Aber ein Baum macht noch keinen vollen Bestand. So, die Brombeeren, die hier dann auch mal wachsen, zum Beispiel, da ist eine, die verhindern, dass das Wild an den Baum kann, wie Stacheldraht. Aber die sind auch sehr dominant, diese Brombeeren, und es macht keinen Spaß, darin zu arbeiten. Tja. So, das mache ich hier am letzten Tag des Jahres. Ja, nicht nur auf dem Sofa sitzen und vor der Klimperkiste, vor der Dattelkiste und Nintendo, Xbox und wie der Scheißdreck aus China alle heißt. Sondern auch mal was Sinnvolles machen. Sehe ich so. Ne? Das, um das so hinzukriegen, ist auch natürlich Arbeit. Das ist mit Arbeit verbunden. Da kann man einige Stunden seines Lebens drin zubringen, um die Bäume dann auch so wachsen zu lassen, dass die Wildbäume wie Birke den Bestand, den man dann eigentlich haben möchte, nicht fertig machen. Also Birke ist sehr schnell wachsend. Wir haben auch Faulbaum. Der Faulbaum ist in der Jugend auch sehr schnell wachsend und macht natürlich diese schönen Bäume, die man dann gepflanzt hat, für viel Geld. Die kosten auch Geld. Das ist nicht nur umsonst. Also unser Staat ist da sehr knauserig. Die wollen zwar, dass wir hier Naturverjüngung machen und die Baumbestände verjüngen und neue Bäume pflanzen und Buchen pflanzen und Eichen pflanzen, das wollen die. Aber sie sind auch sehr klamm bei Kasse. Sie wollen da kein Geld für ausgeben. Ne? Also das ist harte Arbeit, um das so hinzukriegen. Ganz harte Arbeit. Im Sommer Mücken, Bremsen, Zecken und im Winter arschkalt und Regen und nass. Heute Morgen hat es ordentlich geregnet. Also ich bin schon durch. Ne? So. Und damit diese Kollegen, die da jetzt auf dem Wagen sind, nicht vergammeln hier im Wald, diese Bruchstücke, Kopfstücke und was da noch sonst noch alles ist, dann sammle ich die mal auf. Ja, da, die Erdschaufel ist schon wieder ganz voll. Das ist ja, Männerarbeit. Manch ein Brocken, der da jetzt in der Erdschaufel ist, den musste ich nochmal durchsägen, weil sonst kriegt man den gar nicht hoch. So dick und schwer sind die Scheißdinger. Und ja, zum Beispiel, da habe ich schon mal ein Kronenstück gesägt. Da habe ich schon mal eingesägt. Ein Baum, ein Klotz. Der liegt da auch bloß rum. Die sammle ich dann auf. Und ja, dann kommen die auf den Wagen, da wird Feuerholz von. So, das Holz, was hier runter gemacht worden ist, liegt da hinten noch am Weg. Ja. Das Kronenholz liegt da.
So, Palettenholz liegt da, also Industrieholz. So, da hinten liegen noch Stammhölzer, aber ich glaube, die gehören meinem Feldnachbarn. Er hat auch welche rausnehmen lassen. Naja, und wenn wir hier diese ganze Ecke neu anpflanzen, da gehört auch ein Zaun dazu, damit das Wild meine Eichen und Buchen, die hier dann hinkommen, und alle anderen jungen Bäume, damit die dann nicht verbissen werden, muss das auch eingezäunt werden. Hier an dieser Stelle geht das wahrscheinlich nicht nur allein mit Naturverjüngung. Da ist das Wild hier sehr selektiv und das Wild geht hier immer sehr gerne durch. Ja, das ist mal so. Da muss man dann mit leben. Also man kann ja nur nicht das Wild den ihr zu Hause wegnehmen. Das geht ja auch nicht. Deswegen zäunen wir es ein. Dann kommen sie eben da nicht hin und fertig ist. So. Es ist immer zu viel Wilddruck. Muss man so sagen. Der Hase macht auch Schaden. Der frisst die auch ganz gerne unten an. Die Rinde unten. Und die Bäume kosten natürlich auch Geld. Was hier gemacht wird, kostet einfach Geld. Muss man so sagen. Bodenverwundung. Dann muss gepflanzt werden. Ja, das Pflanzen, das schaffe ich alleine auch nicht. Das machen auch irgendwelche. Und ja, wo die herkommen, ja, das ist doch keine Arbeit hier für einen Europäer. Da kommt irgendeiner aus Nicht-Europäer, europäischen Staaten und macht das hier. Das sind unsere Fachkräfte dann. Also manchmal kriege ich dann auch einen Krampf, muss man ganz ehrlich sagen, weil ja, der Staat möchte gerne Bürgergeld ausschütten und ich habe nichts dagegen, nur wenn man den Leuten das Geld einfach so gibt, ohne Arbeit, ohne irgendeine Gegenleistung, wer hat denn dann noch Lust zu arbeiten? Fragezeichen. Dann sind es eigentlich nur noch die Dummen, die zur Arbeit gehen. Wenn man manchen Leuten das Geld einfach so in die Hand gibt. So. Muss man einfach mal so sagen. Ich bin der Meinung, wer einen Job sucht, er findet auch einen passenden. Und ja. Ich bin mal gespannt, was heute Abend losgeht, ob auch Raketen und Böller gekauft werden und wie viel ich heute Abend am Abend sehen werde. Und wenn es ganz viele sind und der ganze Himmel leuchtend erstrahlt, dann kann es den deutschen Bürger ja nun nicht so schlecht gehen. Ne, dann braucht man nicht zu jammern. So. Ja, das ist meine Arbeit hier für das neue Jahr, sage ich jetzt mal so. Gut, dann soll es das von meiner Seite auch erstmal gewesen sein. Und ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und hoffe, dass ihr Weihnachten gut verlebt habt. Und dass der Weihnachtsbraten nicht zu fett war. Also einen guten Rutsch. Und bitte abonniert auch mal meinen Kanal und setzt auch mal ein Like. Danke. So, der Wagen ist erstmal voll. So sieht's aus. Ich krieg nur jetzt diesen blöden Bolzen da nicht rein. Weil das ja vom LKW ist. Der ist irgendwie sehr dick. Dicker als die vom Trecker. Müssen wir erstmal eine andere Lösung bis auf der Straße hier jetzt finden. Das wird wohl halten. Das reißt nicht ab. Und dann ziehen wir ihn erstmal auf die Straße. Da muss er durch. Ja, ich denke mal, die Erdschaufel ist voll, aber trotzdem werden wir kein Allrad gebrauchen. Das macht ja alles noch so. So.
Lüftungsgebläse aus, Gang einlegen, den richtigen, Handbremse los und Feuer frei. Wie gesagt, das ist hier alles Sand und man kann hier bei jedem Wetter fahren, hier matscht nichts. Das matscht jetzt gerade mal so eben, weil es heute Morgen den ganzen Morgen geregnet hat. Höher machen. Da hinten ist nämlich ein Matschloch. Diese dicken Brocken hier alle, die hier rumliegen. Da liegt auch wieder einer. Oh, da liegen wieder welche. Und da vorne liegt noch ein schönes Stück. Ja. Jetzt kannst du da so ein bisschen. Zieht er aber locker durch. Mit dem Klotz hinten dran geht das. 750 Kilo im Heck dazu. Da gibt es kein Problem. So, da liegt noch mal wieder ein Klotz. Extra Power. Oh, jetzt fällt er aber locker los hier. Oh. Alles matschig ein bisschen, aber das ist eben halt Sand. So, können wir Allrad wieder ausmachen. Brauchen wir nicht mehr. Ein Stück weiterfahren, dass der Wagen auch gerade steht und hier nicht den Hang runterrollt. So. Jetzt müssen wir den erstmal straßenklar machen, den Wagen. So, was haben wir hier? So, jetzt müsste das gehen. Jetzt müsste das gehen. Ja, zurück. So, jetzt ist er drin. Schwind vormachen. So, das ist diese dicke Stange hier. Die stecke ich da immer rein, weil diese Schlitze hier sind für einen Anhänger zu klein. Da geht er nicht durch. Da passt das Auge nicht rein. Da habe ich mir mal was gebaut, ordentlich stabil und ordentlich dick. Ne? Und dann nehme ich diese Stange, die hier drin ist, diese hier, die nehme ich immer zum Unterstellen, damit die Deichsel hoch ist. Aber bei diesem Anhänger braucht das nicht. Aber wenn man einen anderen alten Anhänger hat, dann ist ja die Deichsel immer unten. Dann nehme ich den zum Unterstellen. So, ja, Licht müsste ich auch ranmachen, aber da, wo ich jetzt hinfahre, brauche ich das nicht. Da fahre ich einfach so. Gut. So. Das ist der Berg mit Kronenholz. Ja, das wird geschreddert wird das und dann kommt das in die Hackschnitzelheizung. Ich habe keine, aber es waren schon 20 Mann da, die das unbedingt haben wollten. Und naja, es ist weg. Da kümmert sich der Förster drum. Aber ja. Da, auch da in diesem Bereich bei Hackschnitzel ist der Kampf um das Holz sehr groß im Moment. Ja, neue Maschinen wurden hier in der Gegend angeschafft und die machen sich jetzt auch erstmal gegenseitig Konkurrenz. Ja, mit der Maschine arbeiten können sie alle. Wenn es um die Handarbeit geht, ja, dann ist keiner da. Handarbeit, da ist keiner da. Das geht ja gar nicht. Handarbeit. Das ist was für unsere ja, qualifizierten, was hat unsere Politik gesagt? Qualifizierte Mitarbeiter aus Nicht-EU-Staaten. Das ist was für die Handarbeit. Ja. Wir haben einen qualifizierten Mitarbeitermangel hier in Deutschland. So, alles klar. Meinen Kanal bitte abonnieren. Bis dann. Tschüss.